Friendos und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. So, wir waren zuletzt wo stehen geblieben? Wir wollten hier den Stall bauen. Und ein Stall braucht natürlich auch Zäune. Die haben wir letztes Mal nicht fertig gemacht. Ah, da brennt auch schon das Glas. Wir brauchen noch mehr Glas. So, Stickies habe ich keine mehr. Das heißt, wir machen jetzt erstmal ein paar... Nein. Wir machen jetzt erstmal ein paar... Doch, doch. Da habe ich doch noch Stickies. Aber das wird nicht für die Menge an Zäunen ausreichen, die wir brauchen. Ja. Das dürfte jetzt erstmal wieder reichen. Und dann brauchen wir noch Gatter. Die machen wir, glaube ich, so und ja, so war das. Genau. Ja, es tut mir leid, dass in den letzten Tagen nicht allzu häufig Videos gekommen sind, aber das Berufsleben hat mich voll und ganz wieder, der normale Alltag. Und so ist es dann doch ein wenig stressig. Täglich ein Video hochzuladen, das funktioniert meistens nicht so ganz, weil... Oh. Hä? Wieso? Weil... Ja, wieso funktioniert das nicht? Weil ich pro 15 Minuten Video in etwa... eine Stunde brauche, um dieses Video hochzuladen. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, dass das nicht so einfach ist, wenn man bis abends um 7 Uhr arbeitet und dann nach Hause kommt und dann erst noch was aufnehmen muss und dann noch hochladen muss. Ist vielleicht auch eine schlechte Ausrede, weil ich könnte ja vorproduzieren am Wochenende, ich weiß. Ich war bis jetzt allerdings auch schüchtern und habe mich nicht getraut, Aufnahmen zu machen, wenn mein Männchen da ist. Aber da das letzte Mal ja ganz gut geklappt hat, werde ich das zukünftig einfach mal versuchen. Und warum bin ich jetzt nochmal reingerannt? Ja, ich wollte noch mehr Zäune und noch mehr Gatter machen. So, wir haben heute übrigens Mittwoch, den 30. April, das heißt, morgen ist ein Feiertag. Das heißt, ich hätte eigentlich auch genug Zeit, vorzuprogrammieren, wenn alles klappt. Wobei es auch sein kann, dass ich morgen verabredet bin. Vorzuprogrammieren, voraufzunehmen. Mir fehlen schon wieder die Worte. Heute den ganzen Tag auf der Arbeit gequatscht. Und somit nicht alle Worte, die mein Wortschatz hat, schon heute Morgen verbraucht, glaube ich. So fühlt es sich zumindest an. So, was sagt Voxel Map? Noch spawnen keine Viecher. Aber... Ich gehe jetzt trotzdem mal rein. Und dann werden wir uns gleich auch mal ein wenig auf die Suche machen nach Sand. Ja, Sand wäre nicht schlecht. Das brauchen wir für die Fenster unseres Stalles. Ja, da drüben, da fällt es mir wieder ein. Ich wollte ja noch ein bisschen mehr Licht machen für unseren Weizen. Weil der irgendwie nicht so wirklich wächst. So, dann kommen hier jeweils Schäfchen rein. Hier oben machen wir eine schöne Glasdecke hin.
wenn wir dann irgendwann mal im Nether waren, kommen da oben auch noch Glowstone-Steinchen. Glowstone-Stones, ja. Glowstone-Lichter rein. So, was habe ich jetzt gesagt? Wir wollten Sand. Aber dafür hätte ich auch ganz gerne meine Schaufel mit. Und Schaufeln haben wir ja mehr als genug. Soweit ich das sehe. Gut, wie viele Schwerter habe ich denn da gebastelt? Das ist ja... Meine Güte. Dafür, dass ich mit so wenigen Monstern spiele. Also so wenig mit Monstern spiele allgemein. Habe ich ja jede Menge Waffen mit, ne? Jetzt fällt mir aber ein. Und ich wundere mich, warum keine Monster spawnen. Ja, es hat einfach was damit zu tun, dass ich in der anderen Welt ab und zu ein bisschen baue. Und da können natürlich keine Monster spawnen, ne? Wenn ich da auch friedlich spiele. Ich habe mich schon gewundert, dass wir wirklich alleine sind. Essen habe ich einstecken. Und dann dürften wir ja hoffentlich bald auch Brot haben, hm? Aber wir gehen jetzt erstmal auf die Suche nach Sand. Da hinten scheint ein... Wo? Zombie? Interessant. Unten drunter hier wahrscheinlich, ne? Will ich das wirklich rausfinden? Nö. Ja, für Sand brauchen wir natürlich erstmal Wasser. Oder Wüste. Und irgendwie... gibt es hier wohl nicht allzu viel. Oh, da! Kann ich mir doch wenigstens ein bisschen was von wegmachen. Ah, da haben wir auch Schweine. Das heißt, wenn wir Karotten haben, können wir uns auch Schweinchen locken. Oh, Schweinchen. Aber jetzt stellen wir uns erstmal unseren Stall fertig. Und holen uns als allererstes ein paar Schafe, deren Wolle wir dann auch schön einfärben können, damit ich auch endlich meinen Teppich habe. 28 Sand reicht natürlich nicht. Ich hätte ja ganz gerne einen richtigen Strand hier in der Nähe, so mit... Mit ganz viel Wasser und ganz viel Sand, sodass ich mir eine Mine, eine richtige Sandmine machen könnte. Aber wir haben hier anscheinend nur einen Fluss. Können wir ja gleich mal gucken gehen. Und dann wollte ich nochmal nachschauen, wie ich mir eine Uhr bastel. Damit ich auch weiß, wann es wieder dunkel wird und ich nicht allzu weit wegrenne. Ja, ist ja voll langweilig, wenn sich die Chemie wieder nicht so weit wegtraut. Ja, kann schon sein. Aber ich werde leben. Hoffentlich. Wenn mich nicht wieder die Silberfische erschlagen. So, was auch ganz geil wäre, wäre, wenn wir jetzt ein bisschen Zuckerrohr finden würden. Dann könnten wir uns auch ein Bücherregal basteln und... wir hätten auch ein bisschen mehr Material, um... Na? Was wollte ich wieder sagen? Da sind sie wieder weg, die Worte. Um Kürbiskuchen zu machen, jetzt wo wir Kürbisse haben, ne? Finden wir hier vielleicht... Oh, guck mal, hier cool, wieder Berge. Vielleicht finden wir ja zufällig... ein bisschen Zuckerrohr. Den Sand nehmen wir mit. Ich würde den ja eigentlich auch ganz gerne färben.
heißt, wir nehmen uns auch gleich mal hier die gelben und roten Blümchen mit, die da rechts zu sehen sind. Ich könnte wetten, ich habe daheim schon ein paar in der Kiste liegen. Boah, voll aufregend hier. Sand abbauen. Yay, hier sind jede Menge Schweinchen. Finde ich cool. Müssten wir uns merken. Wasser, da hinten sind noch mehr Bäume. Oh, da brennt es. Warum brennt es da? Oh, Lava. Auch merken. Vielleicht einen Obsidiansee draus machen, damit wir hier mal in den Nether können. Ja, ich hoffe, es ist leckfrei heute. Ich habe alles im Hintergrund abgeschaltet, was es nur so gab. Woran ich nicht gedacht hatte, ist, dass mein Origin-Launcher auch mit angeht, wenn ich den Rechner starte. Und es könnte sein, dass daher auch die Lags zum Teil kamen. Ich weiß allerdings nicht, ob es, nachdem ich den jetzt ausgeschaltet habe, wirklich lagfrei ist. So, machen wir uns mal wieder nach Hause. Was macht ihr denn so am 1. Mai? Tanzt ihr in den Mai rein? Oder geht ihr wandern? Irgendwelche Ideen, was man machen könnte? Bei uns in der Gegend haben wir die sogenannten Schlemmerwochen. Ich wohne in einer Weinregion. Das heißt, ich könnte eigentlich morgen, oder eher gesagt, wir könnten morgen in eine Straußwirtschaft gehen und ein bisschen was trinken. Ich sage auch extra nur ein bisschen etwas, weil ich muss am Freitag wieder arbeiten gehen. Ja, ja. Oh, noch ein Kürbis. Ja, cool. Hallo Kürbis. Ich nehme mal mit. Heim wollte ich. Nach Hause. So. Jede Menge Schweinchen. Oh, rosa. Rosa Blümchen. Rosa Farbstoff. Und rote Rosen. Die könnten wir uns da vorne doch wunderhübsch pflanzen in unser Zuhause. Zack. Kühe haben wir hier auch. Und da bräuchten wir demnächst auch mal Leder für eine ordentliche Rüstung, bevor wir da wieder uns in die Tiefe buddeln. Was mache ich denn da? Unkoordiniert. Wie immer. Es ist ja unglaublich, wie schnell die Zeit rumgeht, wenn man aufnimmt. Die Folge ist schon wieder so gut wie vorbei. Wir machen jetzt noch ein bisschen Farbstoff. Zack. Auch aus dem Flieder. Die Rosen hebe ich mir jetzt einfach mal auf. Kürbis tun wir hier rein. Oh, aus dem Orangen mache ich mir auch gleich noch Farbstoff. Zack. 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 Ordentliches Lager müssen wir uns auch noch machen. Also ein Lagerräumchen sozusagen. Na. Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich hier das Glas bunt färbe, um unseren Stall hübsch zu machen. Ich lege mich schon mal ins Bett, weil es wieder dunkel wird. Und
Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen 1. Mai. Genießt die Sonne, wenn sie da ist. Und habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.